So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go, beziehungsweise es ist wieder Zeit für Raid am Mittwoch. Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst und am Ende wartet auch wieder der Schocker der Woche. Heute Abend 18 Uhr ist auch die letzte Raid-Stunde mit Kyurem, bevor am Freitag 10 Uhr dann Heatran in die Raids kommen, beziehungsweise 10 Uhr die Eier, ab 11 Uhr könnt ihr raiden. Also fragt nicht, wann ist Raid-Boss-Wechsel? Freitag 10 Uhr wechseln die Eier, 11 Uhr könnt ihr dann raiden. Wir werden, glaube ich, versuchen, dann am Wochenende bam, 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 Heatran Raids gleich anzubieten, hin und her. Das ist ja richtig easy. Das könnt ihr im Duo ganz bequem machen mit ein paar Boden-Pokémon. Da reicht es, wenn du 5 einlädst. Ne? Hallo, Adi-Schatz. Ich werde also XL für meinen 100er sammeln. Heute Abend muss ich leider nochmal Kyurem annehmen. Aber ist trotzdem spannend, weil es die erste Raid Mania im neuen Monat. Das heißt, die Liste ist gelöscht, auf Null gesetzt. Und jeder, der heute Abend reinkommt, drankommt, durchkommt, erscheint auf der Liste in der allerersten Raid Mania in diesem Jahr. Jetzt aber die Highlights der Woche und der Schocker der Woche. Angefangen hat die Woche hier beim Heiko. Ich sag ja, Hibo ist echt schön. Der hat hier, glaube ich, ein 100er Xiao gebrütet. Ich wüsste gerade gar nicht, aus welchem Ei das kommt, aber ich brüte ja nicht mehr. Ich habe es offiziell aufgegeben zu brüten. Aber 100er Xiao ist auf jeden Fall was Seltenes. Könnt ihr ja so nicht in der Wildnis finden, ne? Drachig hier, jetzt auch auf dem Hauptaccount, ein Shiny Flampion mitgenommen. Kostüm, 100er Petsneef bei Drachig, darüber ist er sehr erbost. Da man es hier nicht entwickeln kann und so ein 100er Siberio oder wie der Typ heißt, wäre natürlich viel besser, viel krasser, als wenn der einfach so eine blöde Schleife im Haar hat. Dann hier weißt du Bescheid, Quest macht's möglich. Nun genau, der Thomas hier aus Gera, ein Flampion, also aus einer Quest, aus Gera, 100% Shiny Flampion, also ein Shundo, ein Shiny 100%iges, habe ich gesagt, entwickelst du das noch? Zack, hat das entwickelt direkt, so sieht das dann aus. 3511 auf Level 50 aus der Feldforschung in Gera. Habt ihr auch schon mal eine Feldforschung in Gera gemacht? Schreibt es mal in die Kommentare. Dann hat Hannes endlich sein 100% Kyurem bekommen, hat er auch ewig dafür geradet, endlich habe ich ihn bekommen, freut sich hier. Fanraid Go AMK, also auch der Heiko wieder zeigt, er hat eins, das heißt Marek, er hat eins, das heißt Ramses, dann hat er einen 97er. Was war da los? Da sage ich nichts dazu. Und ein paar Shinies auch noch. Der Rest ist weggeflogen. So muss das aussehen. Pfeffi hier mit dem Shiny Plusle unterwegs. Jan hier auch Shiny Flampion. Richtig gute IV. Shenaya bedankt sich auch nochmal beim Heiko für den Raid. Hat auch noch einen Shiny rausgezogen. Hat ja, glaube ich, 10, 11 Stück mittlerweile irgendwas. Drachek. Wenigstens was zum Entwickeln und kein von den nicht entwickelbaren Kostümierten. Sag mir jetzt aber bitte nicht, dass du vorhast, dieses zu entwickeln. 100er Babys, die sind Gold wert für einen Sammler. Die können zwar nichts, aber das müsst ihr brüten und Glück haben, dass es ein 100er ist. Könnt ihr nicht mit einer Map finden, könnt ihr nicht ercheaten, da botten, da sonst was. Niemals das entwickeln. Die Entwicklung, da kommt ihr so leicht ran, sozusagen. Da aber nicht, lass es also bitte Baby sein. Dann bin ich Glücksfreund geworden mit Matze, mit Ramses Raid Party auch noch. Shenaya hier auch, der Shiny Rotzbär, hinterher mit 13 WP. Dann der Heiko, da würdet ihr jetzt sagen, ja, ist denn da so besonders daran? Ist nicht mal ein Shiny, ist nicht mal ein 100er. Nö, aber hieß es nicht immer, bei einem Lucky Trade oder bei, wenn ein Pokémon Lucky wird, hat es mindestens 12, 12, 12? Wie kann dieses dann 12, 13, 10 haben? Habt ihr das schon mal gehabt, dass bei einem Lucky Pokémon ein Wert weniger als 12 war? Oder ist es so, dass wenn ihr was Normales tauscht und das zufällig Lucky wird, es nicht mindestens 12, 12, 12 ist, aber bei einem garantierten Lucky Trade mit einem Glücksfreund mindestens 12, 12, 12 wird? Was ist der Unterschied? Ich weiß es gerade nicht. Ich bin davon ausgegangen, Luckys haben immer mindestens 12 IV bei den Werten, aber 10 KP. Passt nicht. Dann hier, let's go. GBL, aus der GBL 100% Tyrakrok bekommen. Auch beim Drachek, auch sehr nett. Shenaya hier noch mit dem shiny kostümierten Nidorino im ersten Raid, auch sehr stark. Heiko hier 135 Quests für Hut mit Partyhut. Was gut tut,
als Shiny, Brut. Gibt's auch im Gewinnspiel, Video dazu ist gestern hochgeladen, aber ich mache dafür keine Werbung. Bockwurst gegen ihr 100% Party Baumpel. Wohin genau, meine ich natürlich. Party Hut, wohin genau? Männlich, deswegen auch kein Lippenstift. Dark Dwayne Johnson, The Rock hier mit einem Shiny Skalü. Geschlüpft. Und Ton aus und Nacht und irgendwie alles richtig viele Buttons da auf dem Bildschirm drauf. Shania noch gebrütet, dein 100% Lin Fu. Das sieht auch richtig brutal aus. Auch sehr seltenes 100er momentan. Heiko aus dem 10er hier, ein Shiny Ordo. Ampir Shanga, Shiny Europe, Shiny Damir Blacks, Shiny Fleckmon, was ihr jetzt nun zu 21 und 22 entwickeln könnt, je nachdem für was ihr euch entscheidet. Auch bei Matze 100% Kusilla. Bitte so lassen, bitte nicht entwickeln. Heiko noch mit einem Neujahrs-Pikachu, mit so einem Neujahrs-Hut. Der Hirsch macht Mu, schreibt hier Drachek, hat einen Damir-Plex, ne? Das ist, ich bin ja in der WhatsApp-Gruppe und ich schicke das immer in die WhatsApp-Gruppe. Und dann hast du die paar Leute und dann sammelt sich das von denen immer so Stück für Stück an, bis ich dann am Dienstagabend abscreene in allen Gesprächen und dann kommen plötzlich alle anderen dazu. Wundert euch also nicht, dass das immer so die gleichen sind. Hier 100er Damir Blex macht auch Mu, Shinaya, da ist es, 100% Kyurem, Jojo, Wild, Shiny Hut mitgenommen, Matze hier, da ist er, der Partygänger, ne, 100% auch mit Hut. Habe ich nur Shiny, 100 habe ich nicht, habe auch nicht so viele Raids gemacht und wenn, dann wieder nur mit den Kleinen und dann vielleicht rüber getauscht. Kate Joker hier auch 100er Hut aus der Forschung, dann bin ich mit Riese zu Glücksfreunden aufgestiegen. Dachte, wir können gestern tauschen, ist leider nichts geworden. Vielleicht wird es ja heute was. Schwer beschäftigter Mann, ne? Drachek hier 100% auch. Wenn man um 3 Uhr nachts nicht schlafen kann, eine Einladung bekommt, wird es einfach noch ein 100er. Warum nicht? Nimmt man mit. Bierbeni hier auch. Shiny Glumanda mit Partyhut. Selal, der hat mich wieder zu bombardiert mit 80 Bildern oder so. Ich habe wirklich so viel weggelassen, aber ein bisschen musste ich mit reinnehmen von seinen Nicht-Pokémon-Bildern. Hier erstmal 100er Bodogil mit Schleife. Selal hier mit Shiny Schnäppke. Hier mein Bild. Ihr seht, da ist ein Latias oder Joss. Da ist ein Lugia, wo ein Dragoran drauf sitzt. Sieht dann ungefähr unten so aus, wenn man von vorne guckt. Ne? Das ist doch gemütlich, wie bei der Titanic. Dann hier Shiny Hunting, Regieis. Ungefähr so. Hä? Aber du siehst einfach keinen Unterschied. Wenn die Familie in Quarantäne sitzt, fand ich auch total toll, dieses Bild. Wie der Hund einfach seine Leine alleine trägt. Dann der Niantic. In-Game-Problems. Was machen sie? Partyhüte! Das ist natürlich die Lösung für alles, wenn es nicht richtig läuft. Einfach nur... Da haben wir uns letztens auch drüber lustig gemacht. Oder irgendwo. Immer dieses Tape da drauf. Fertig. Das ist natürlich bombendicht. Selal hier nochmal Shiny Vulpix, 100er Dusselgur, Shiny Fleckmon, Shiny Baumpel, 100er Baumpel, Shiny Yorklev, Shiny Rettern, Shiny Hutut, Shiny Europe. Dann, du darfst nicht ohne FFP2-Maske einkaufen. Ich habe aber keine FFP2-Maske. Dann geh dir eine kaufen, ja. Um mir eine kaufen zu müssen, muss ich aber einkaufen. Du darfst nicht ohne Maske einkaufen, also. Und wieder dieses alte Meme, was ich richtig genial finde. Oder hier auch, wie Bartlose nachts schlafen. Ich glaube, das habe ich auch schon mal gehabt. Weinen, weil sie keinen Bart haben. Drehen sich auf die andere Seite, weinen weiter. Habt ihr einen Bart oder möchtet ihr einen Bart? Schreibt es mal in die Kommentare. Silvester bei Gamern, 58, 59, 0 Uhr, hey, 0 Uhr 1, wird einfach weitergezockt. Warum nicht? Die müssen immer konzentriert sein. Selal noch weiter hier, Shiny Rettern, 100er Klick, auch sehr genial. Den fand ich auch gut. Mein Bruder schreibt mir, dass er zu besoffen ist und fragt, ob ich ihn abholen kann. Ich hole ihn ab, fahre ihn nach Hause. Wenig später schreibt er mir, dass ich ihn nicht mehr abholen muss, weil er jetzt zu Hause sei. Das war kein langer Spaziergang. Guckt euch mal die Pfoten an, also die Spuren hinten raus. Einmal im Kreis und dann lass mich wieder rein, Bruder, du verstehst. Fand ich auch total toll. Herr mit der Kohle, du Opfer, niemals. Warum nicht? Ich bin gegen Tetanus geimpft. Die Tetanus, das ist eine Walnuss. Guckt euch die an, voll, wer sowas Blödes erfindet. Dann Anna Botten Roxy, die Party ist zu Ende, die IV am Boden. Das ist also der Tag danach oder kurz vor
Paukenschlag. Aber es geht auch anders. Hier nämlich beim Andy Project gab zum Schluss doch noch eins mit Hütchen. Radikal. Leon Petzold, erste Forschung im Event. Shiny dieser Samen. Chevy hier mit einem 100er Darmhirplex. Dann zeigt es seine Nuller Kryptos wie Tragosso und Nidoran. Aber der geht auch anders. Zum Beispiel mit 100% Krypto. Staralili. Tuska oder Lavita, stellt euch das mal vor. Und dann hat er da so ein Gift dazu geschickt mit Hogan, Mic Drop, ne? Enough say, enough talk, ne? Hier zack, da wurde das Mic zu Boden fallen gelassen. Dubby, lull, ich habe am Mittwoch Geburtstag. Dubby hier mit einem Shiny Pantimimi hat also heute Geburtstag. Sag mal also nochmal das Ständchen hier. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you, Happy Birthday, lieber Dubby, oder liebe Dubby, Happy Birthday to you, auf jeden Fall so, alles Gute zum Geburtstag, Dubby, wenn du heute Geburtstag hast, ich blicke immer nicht durch, also Sarina zeigt uns Shiny Labras, 100% Glücksflegmon getradet, 100% Cusilla getradet, ich sag, hey, komm da nicht ran, ne, müsst ihr brüden oder tauschen, Shiny Plusle, Shiny Flunschlick, Shiny Kassadur, Shiny Anton. Dreimal Labras, zweimal Random Tausch, die mehr Glück als Verstand waren. Ein paar Shinies, die noch nicht im Beutel waren. Wen interessiert dann noch Shiny Hut Hut? 300er gab es trotzdem auch noch. Glückwunsch. Hier, Markus, zack. Jawohl, das dritte Carbater 100er ist jetzt bei 300%. Die werden immer stärker. Coole Sache, auch Markus, Voldukball, Daniel, Love. Neujahrs-Shiny, über den war ich sehr erfreut. Überraschung in der befristeten Forschung. Schöne Nahaufnahme dabei. Tag 2, Shiny 2, auch noch Daniel Love hier. Shinaya auch Glücks 100er. Knogger, stark. Noch ein Glücks 100er. Morbitesse, stark. Sören macht auch weiter. Glücks 100er Flauschling. Einfacher Tausch am Mittwochmorgen. Fotos von Sören neu. Ja, Shiny Onyx, ist sehr Shiny geboostet. Shiny Praktibalk, Shiny Cure mit 96% und Wetterboost. Shiny Seemobs ohne Kostüm. Das ist der nächste Sea Day am 16. Januar, glaube ich. Ich weiß es nicht. Am 15.? Am 16.? Irgendwann an einem Sonntag im Januar, bevor ich da gehe. iScorpions, was habe ich denn da eingesammelt? Hier Pikachu mit 100%. Dann hier, da ist es auch bei mir, das Shiny Vulpix. Alola natürlich, Shiny Baumel noch. Yahoo! Da ist das lila Baumel mit Hut auch hier dabei. Dann eine wichtige Frage auch wieder an die Community. Was macht man mit Spielern, die kurz vor dem Aufstieg stehen, kein Geschenk schicken und auch nicht zum C-Day öffnen, schon zweimal, also zwei Monate lang, da kommt von denen nichts, die öffnen auch nicht. Schon zwei Monate, zwei C-Days vergangen, nix. Hab Ende Oktober den Versuch mit 13 Spielern gestartet, die inaktiv vor dem Aufstieg stehen. Heute hat der vorletzte eins geöffnet, das heißt immerhin 12 mal 50k noch mitgenommen, geht aber nur, wenn man den Platz für so eine Aktion hat. Wenn ihr Platz habt, lasst die einfach drin, dann wenn sie in 3 Jahren öffnen, dann habt ihr wenigstens nochmal 50.000 mitgenommen, aber was macht ihr mit denen? Löscht ihr die raus? Wartet ihr ab? Habt ihr viele Freunde? Ich weiß es nicht, ich wüsste selber nicht, was ich mache. Ich glaube, ich würde einfach das Handy gegen die Wand werfen. Lukas, das Jahr startet gut, hier auch Shiny Flampion, Shiny Pisasa mit Partyhut, dann hier Tiso, habe ich erst am 31.12. mitbekommen, wollte Danke sagen, hat nämlich ein 100% Flampion aus den Raids erhalten für Zuschauer. Julchen, die Kostümstarter waren Shiny Boosted, echt nice. Für Glumanda habe ich einen anderen Account benutzt. Hier seht ihr Shiki Bisasam, Jealous, mit Kostüm vor allem. Waupel, Damir Black und noch mehr und überhaupt alles dabei. Und Julchen, da mache ich über 300 wohin genau Raids und 5 Radikal Raids und kriege das. Aber hey, bin überglücklich damit, jetzt. Beim kleinen Brainy hier 100% Evoli noch gegönnt. Boba Mo hat einen Trade mit Jojo gemacht, einen Glückstausch. Da ein Voldolos sich geholt und es ist sogar ein 100er geworden. Feine Sache, würde ich direkt auf 50 ziehen. Elke hier 100er Baldorfisch, Shiny Pikachu, Shiny Baumpel, Shiny Pikachu, Shiny Glumanda, Shiny Bisasam,
Lennart 100%, der löst es, Nido, Rino, Lennart wieder mal Bug for Life hier mit Doppel Onyx, Doppel Ball Catch Move. Kennt man. Und er wollte sich noch bedanken. Kannst du Grüße an Flexmann ausrichten für die Einladung? Da hat er nämlich auch nochmal einen Shiny bekommen. Habe ich deswegen so abgescreent. Sieht man ja hier. Karin, also die Karisima, kennt ihr ja. Nur 6 Stück gesehen und gefangen und 200er. Das ist doch mal eine Quote. Frohes Jahr. Bitte so weitermachen, so gleich überspringen. Das seht ihr nämlich hier. Die hat einen Glückstausch gemacht, einen 100% Sackjahren bekommen. Aus einem Raid noch 100% Sackjahren bekommen und das bei sage und schreibe 6 Stück. Eins getauscht, direkt 100. Und bei 6 Raids, noch ein 100. Also das ist eine relativ fette Quote. Das hätte eigentlich das Schocker der Woche sein müssen. Dann sehen wir hier beim Heiko nochmal. Edmi, need to finish friend challenge. Kangamas jetzt Surfer eigentlich, ihr seht schon das Baby unter Wasser, also ob das gesund ist, kriegt doch einen Wasserkopf. Dann hat er ein Duo-Raid gemacht mit dem Hannes, noch 4 Sekunden Restzeit, haben wir zusammen angegriffen, so wie das ausschaut. Dann hat er seine Eier alle rausgeholt, 11 Eier schlüpfen gleichzeitig, den Bildschirm habe ich noch nie gesehen, da ich ja keine Eier mehr habe. So. Was ist da jetzt rausgekommen? Absol, Zubokex, 4-mal, Kabuno, 2-mal, Skalyk, 2-mal, das sind 9. Gut, unten noch ein Absol, aber hey, ist etwa ein Pionscorer jetzt im 12er Ei? Habe ich gar nicht drauf geachtet, ist egal. Benjamin Engel hier 100% Glückstratini getauscht. Shiny Bidiza, Thomas Speck, 98er Shiny Kyurem. Henry Nicky gar nicht mitbekommen, 100% Makuhita. Aluhut mit, ich glaube, dem ist ein bisschen übel. Nicht, dass der mir mein Beutel vollkotzt. Hat schon jetzt ein Shiny von diesem. Hut ohne Kostüm und deswegen auch entwickelbar. Kann man mal mitnehmen. K-Joga, Katzen machen es sich überall gemütlich. Kennst du Ramses oder einfach auf dem Laptop. Sieht auf jeden Fall gut aus. Und dann noch eine Frage wieder an die Community natürlich. Tausend Dank an Aluhut. Jetzt fehlt mir nur noch eins. 26 Incognito. Wie viele Incognito habt ihr? Gibt es irgendeinen aus der Community, der ein Fragezeichen hat? Ich frage nicht, weil ihr mir eins tauschen sollt. Ich frage, wer einfach eins hat, vielleicht sich selbst getauscht oder bei eBay gekauft oder was weiß ich auch immer. Wer hat ein Fragezeichen Incognito? Das waren jetzt die Highlights der Woche und jetzt kommt natürlich noch der Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal auch von Julchen Veilchen. Ich wusste nicht, was ich nehmen soll, deswegen habe ich statt dem Schocker der Woche einfach die Katze der Woche genommen. Dann guckt euch das mal an. Ist das nicht herrlich? Jetzt sehen wir mal einen tiefen Einblick in Julchens Privatleben. Wir gehen mal an den Kissen vorbei, schauen mal nach hier hinten, was das ist. Das ist auf jeden Fall eine DVD-Box, so wie es aussieht, mit einer, wer kennt die Namen? Ist es die Meryl Streep? Ist das die Madonna? Ist das, vielleicht ist es auch eine, also eine Musik-DVD, ein Konzert? Ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Das ist die Katze, denn Julchen hat sich doch jetzt einen Katzer zugelegt, der hier da so rumliegt, macht sich schön lang, hängt so drüber, wie Ramses letztens auf der Röhre beim Spielplatz. Finde ich auf jeden Fall cool. Ist so ein bisschen natürlich intern, also wer da jetzt so in den Streams immer mal dabei ist und die Themen aufgreift und das hört und macht und tut, der weiß da Bescheid. Jeder andere würde sagen, hey, Katzenbilder haben doch viele gehabt. Das ist auf jeden Fall die Katze der Woche. Als Schocker der Woche und ansonsten sehen wir uns heute Abend wieder bei der Raid Mania. Wenn ihr noch Raids braucht, guckt mal in die Raid-Gruppe, wo wahrscheinlich momentan einfach gar nichts los ist, weil die Leute so satt sind mit Kyurem. Ja. Das war's von meiner Seite aus. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.